Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der dritte Teil meiner Miniserie über meine dreitägige Wanderung im ecuadorianischen Hochland-Amazonas-Dschungel. Ja, guten Morgen, Leute. Die zweite Nacht im Dschungel liegt hinter mir. Es war wieder eine sehr laute Nacht. Mit jeder Stunde, die verstreicht, hört man andere Stimmen. Und der Kopf kommt nicht ganz zur Ruhe. Immer wieder kommen so Gedanken wie Jaguar. Aber es ist mega geil. Amigo. Buenos días, amigo. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Gracias por el concierto. ¿Te gustó? Sí. Mágico. Mágico, pero con la medicina es mejor. Er macht da jetzt gerade Feuer an. Ich glaube mit einer Kerze. Ich glaube, er hat da gerade eine Kerze reingestellt. So, und wie ihr seht, habe ich hier immer unter mir so ein kleines Stück Plane liegen. Damit ich erstmal was Sauberes oder einigermaßen Safes und Sauberes habe zum Drauftreten, wenn ich aus der Hängematte steige. Gestern haben wir noch hier so ein bisschen am Blasrohr gearbeitet. Das war ja jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Aber er sagte, wenn man es richtig machen wollen würde, dann müsste man das mit Bienenwachs noch dicht machen und komplett so mit feiner Liane umwickeln. Da hat man das gesehen. Funktioniert nicht so optimal, aber es funktioniert. Und wie ihr seht, hat der Pfeil, der steckt auch am Boden. Einfach nur ein spitzes, starkes Stück Holz, trockenes Stück Holz mit ein bisschen Spinnenweben am Ende zur Verdichtung. Als Propfen. Und wir machen jetzt mal Frühstück aus den was ich noch habe. Wir haben gestern noch ein bisschen was davon gesnackt, um nicht ganz mit leerem Magen ins Bett zu gehen. Aber jetzt essen wir den Rest Haferflocken, Mandeln, Walnüsse, Rosinen, seine Kakaonips. Dann hat er noch Panela, also so unraffinierter Zucker. Es ist noch roher als Rohrohrzucker bei uns, glaube ich. Und trinken unser größten Teil des Wassers auf, weil unten am Wasserfall können wir wieder auffüllen. Ja, jetzt wird hier Frühstück gemacht. Hier drunter ist der Topf abgedeckt. Und er hat mir gerade nochmal erklärt, wenn ich kochen will, also wenn er kochen will, dann legt er das Holz so dicht an dicht, dass es in der Mitte nur glüht und die Hitze konzentrierter ist. Und wenn er eben richtig Flammen haben will, ein schönes Feuer machen will, dann legt er die so pyramidenartig zusammen, dass da mehr Luft reinkommt. Aber jetzt wollen wir kochen und deswegen ist das da nur konzentriert unterhalb des Topfes. Und das ist jetzt ein Tee aus Coca-Blättern. Hier wurden nochmal die richtigen Überlebensskills ausgepackt und Fertignudeln in den Topf gehauen. Was ich immer super spannend finde, im Dschungel hört man den Regen langsam kommen, weil das in den Blätterdach so einen Lärm macht, dass man so diese Regenfront so kommen hört aus der Ferne. Dann hat man Zeit, sich vorzubereiten.
Ja, jetzt sammle ich hier noch mal ein bisschen Wasser, um ein bisschen gleich Sachen zu spülen. Dann werde ich mir noch mal die Zähne putzen. Habe ich, seit ich jetzt im Dschungel bin, noch gar nicht gemacht. Obwohl ich alles dabei habe. Ne? Dann werde ich hier alles außer das Tarp abbauen. Und dann warten wir, bis es aufhört zu regnen. Und dann ziehen wir weiter. Luis ist jetzt gerade da vorne, 10 Meter weiter, und hat gerade eine kleine Palme gefällt, aus der er irgendwas machen will, von dem ich nicht weiß, was es heißt. Und mein Poncho hängt da noch aufgespannt als Dach über seinem Zelt. Das ist Survival. Ja, es ist hier nicht so ganz krasses Survival, aber es ist schon ein geiles Erlebnis. Ein paar Sachen habe ich gelernt, Früchte kennengelernt. Ein paar Tiere kennengelernt, Pilze. Natürlich, wenn man das einmal alles nur sieht, dann bleibt es nicht so richtig hängen. Aber es mal erlebt zu haben, ist cool. Also, was er machen will mit der Palme, er ist jetzt gerade wieder hier. Ein richtiges Blasrohr, so das Originale, sagt er. Und zwar, aber die Palme ist nicht hohl wie Bambus oder so. Also hat das aufgespalten und jetzt holt er das Innere raus, um das hohl zu machen. Und dann will er das wohl wieder zusammenkleben. Ich bin mittlerweile wieder zusammengepackt. Ich gebe ihm jetzt meine Machete und habe hier mein kleines Messer noch, falls ich mich mal von der Liane losschneiden muss. So. Wir sind wieder auf dem Weg. Alles gepackt. Kamera hängt vorne. Der Regen, der jetzt fällt, sind nur noch die Tropfen von den Bäumen. Aber noch habe ich tatsächlich kein Foto gemacht. Ich dachte, ich kriege irgendwas vor die Linse. Ich habe auch nur das Teleobjektiv dabei. Die anderen habe ich mir gespart, um das Gewicht zu reduzieren. Aber noch hat es sich nicht gelohnt, die mitzuschleppen. Oh. Hier hat er gestern aus dieser Wanderpalme, die er so kleine Stacheln hat, hat er hier ein Stück aus der Wurzel rausgeschlagen. Und daraus hat er so eine Keule gemacht. Mit Griff. Die geht in sein Museum. Zeige ich euch nachher vielleicht nochmal. Und er meint, das nutzt man als Reibe. Also zum Kochen, so, wenn man was reiben will. Er hat jetzt hier die Spitze von so einem Bäumchen abgehauen, was so 3 Abzweigungen hat. Er wollte eigentlich was mit 4 Abzweigungen. Esto es la licuadora ancestral. Uh-huh. Pero vamos uh-huh. a cortar aquí. Sí. Aquí. Aquí. Aquí y aquí. Uh-huh. Entonces esto comienza ya. Ah, ya. Yeah. Con esto se hace el plátano maduro para hacer la chupula. Ja, das war der Baum mit den Blättern da. Diese Früchte hatten wir gestern übrigens auch vom Baum geholt. Um zu gucken, ob die Hundi essen kann, also ob die reif sind. Aber die sind auch noch unreif, noch komplett grün, oh, noch komplett grün von innen. Ansonsten ist da drin so ein Kern, der dann irgendwie ganz weich ist und den man isst, hinter einer dickeren Schale. Estas hojas aquí son las únicas hojas que podemos cocinar. Ah, sí. Sí, estas hojas se llaman la hoja de bijao en español. Bijao. En quichua se llama llaquipanga. Se puede coger 3 hojas y vamos a poner 3 pescados. Siempre 3 hojas puede ser. No puede ser 2 ni 4 hojas. Okay. Siempre 3 hojas. Okay. Y un poquito al revés, así. Si hubiéramos cogido el pescado, hubiéramos preparado así. Yo te iba a enseñar, pero bueno, lamentablemente... Eso es el pescado. Este es el pescado, ¿ya? Damos la vuelta así, de esta manera. Ya. Damos la vuelta así. Y se envuelve.
Cuando estás tú allá puedes hacer facilito. Uh-huh. Tres o sacas la tripa. Ajá. Mira, sacas la tripa. Claro, los órganos, ¿no? Saca el órgano y saca los. Saca las escamas. Ajá. ¿Ya? Y haces esto. Sí. ¿Ya? Y envuelve. Reconoce la planta. Y con lo mismo, tú puedes. Amarrar. Tú puedes amarrar. Ah. ¿Ya? Y luego le pones, no al juego. Le pones al carbón, sí. ¿Sí? Porque en el juego se va a quemar. Claro. En cambio, en carbón, tú colocas así. Vas girando cada 5 minutos. Ah. ¿Ya? En 20 minutos ya está ya. Ya está listo. La primera hoja ha quemado. La segunda hoja también. La tercera hoja está buena. Ah, ok. Sí, ya tengo para comer. Ah, listo. Hier beim Bergablaufen hat er mir gezeigt, wir laufen ja hier quasi im Schlamm und da schiebt man immer schön die Hacke vor. Hier ist es jetzt nicht so steil, aber gleich wenn es wieder steiler wird, zeigt sich das besser. Da schiebt man die Hacke vor und dann bildet man sich seine eigene Stufe, weil sich der Schlamm aufstaut und dann rutscht man nicht weg. Also immer mit den Hacken zuerst auftreten. Das war so ziemlich das Steilste, was ich hier gelaufen bin. Immer mit der Hacke in Matsch. Dann hakt man sich fest und rutscht irgendwann nicht weiter. Jetzt laufen wir hier wirklich komplett querfeldein. Hier ist kein Weg. Das hier ist eine richtige Durchschlagübung. Wir liefen querfeldein durch den dichten Regenwald, die grüne Hölle. Noch nie zuvor bin ich so tief in einem Wald gewesen. Noch nie zuvor war ich so weit weg von einem richtigen Weg. Und das mit einem nahezu Fremden. Dieses Gefühl von Abenteuer war unbeschreiblich. Wir waren auf dem Weg zu einem Wasserfall, liefen teilweise durch ein Bachbett, bis wir schließlich zu einem Fluss kamen. Dort ließen wir die Rucksäcke stehen und liefen weiter flussaufwärts. Hier führt kein Weg hin.
und das kennt hier niemand. Den hat er entdeckt. Nach der Dusche unter dem Wasserfall setzen wir uns auf die Steine, um die Magie dieses Ortes noch ein wenig auf uns wirken zu lassen. Ich meditierte und versuchte, meinen Geist zu beruhigen, denn ich sollte mich auf die Ayahuasca-Zeremonie vorbereiten, die ich an diesem Abend machen würde. Wow. ¿Qué recomiendas que hagan esto otros turistas? Claro, la gente que le gusta caminar, la gente que le gusta la selva y la aventura. Está bien. Vale la pena el esfuerzo. Allá, chévere. Porque nunca he venido a una cascada donde no haya gente, no haya camino. Sí. Dann ging es zurück, raus aus dem Dschungel, nach 50 Stunden und 2 Nächten, zurück in die Zivilisation. Diese Pflanze hier dient als Farbe, Farbstoff. Hier wurde gerade was abgeschlagen. Es ist so orange wie der Griff von meinem Messer, ey. Das ist krass. Hier habe ich schon ein bisschen. Knallorange. Ja, geht der Weg wieder durch den Fluss. Der Weg war da oben irgendwo, hat es einen neuen Abstecher genommen. Der alte Weg existierte nicht mehr. Da hinten an der Steinsandbank, da endete der Weg und jetzt laufen wir hier durch den Fluss. Anscheinend geht es da hoch, aber scheinbar sucht er einen Weg, der rechts hoch geht. Fällt ein, den Dschungel hoch. So, nachdem ich jetzt den Hang da hinter ihm hochgeklettert bin, sind wir jetzt wieder auf dem Weg, den wir vorhin verloren hatten. So, da ungefähr in der Neigung sind wir hochgekommen. Manchmal ein bisschen flacher, ja, vielleicht so eine Neigung. Und jetzt ist hoffentlich der Rest des Weges nur noch Weg. Oh, das sieht doch nach dem Weg aus da unten. Zum Abschluss gerade noch eine Guave vom Baum gepflückt.
Sehr geil. So, gerade frisch vom Baum geholt und aufgebrochen. Und jetzt ziehen wir uns hier gleich noch um. Kakao. Davon lutscht man das Fluchtfleisch ab. Solo la pulpa va chupar, ¿no? Yo lo conozco de Venezuela. Das ist die Kakaobohne. Und daraus wird Kakao gemacht. Schmeckt super geil. Sehr fruchtig. Das Fruchtfleisch hat geschmacklich nichts mit Kakao zu tun. Und da ist ein Avocado-Baum. Da hat er gerade einen drunter gefunden, die reif ist. Die essen jetzt auch noch als Mittagessen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch bitte ein Like da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.